Hallo, jetzt wieder ein Video aus meinem Auto. Ich bin gerade auf dem Weg in die Kita. Ich hole meine Kinder ab. Ja, mein Thema heute ist, welcher Salsa-Tanzstil ist der beste? Boah, bin ich diese Frage wirklich leid über die ganzen Jahre. Ja, wir haben natürlich viele, viele unterschiedliche Stile in der Salsa. Der LA-Style, der New York-Style, der kubanische Stil, Puerto Rican, Mambo und so weiter und so weiter. Und diese Diskussion ist wirklich über die Jahre gesehen, weil ich sie ja schon sehr oft hatte, macht sie mich schon sehr müde. Ja? Grundsätzlich ist es natürlich immer schon so, dass wir ein Favorite haben. Ja? Für mich ist natürlich auch der Favorite eher der On-Two-Stil, weil es für mich mehr Sinn macht. Es macht auch mehr Spaß für mich. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch das andere tanzen kann. Und da ist auch schon die erste Hürde für viele. Sie denken immer, sie müssen immer nur eine Sache tanzen. Ja? Nur das Beste, nur das Schönste. Nein, so ist es nicht. Ja, man sollte wirklich speziell in der Salsa offen sein, auch die anderen Stile zu tanzen. Weil die Diskussion ist schon falsch von vornherein, finde ich, weil wir uns als erstes anhören müssen, was für Musik gerade gespielt wird. Damit fängt es nämlich an. Der DJ spielt einen Song und dann sollte man darauf entscheiden, was man darauf tanzen sollte. Und nicht umgekehrt. Ja, wenn ich kubanische Musik hören, wobei natürlich die Urwurzeln, das ist schon klar, aus Kuba sowieso kommen, aber so richtig kubanische Musik, ja, dann macht es einfach keinen Sinn, LA oder New York zu tanzen. Es macht einfach keinen Sinn. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Ja. Oder wenn natürlich Mambo gespielt wird, mehr jazzig, ja, vielleicht mehr instrumental, dann macht es mehr Sinn, den New York-Style zu tanzen oder LA-Style. Ja. Auf Son-Musik kannst du auch keine LA tanzen. Ja. Also als erstes ist die Musik da und das verstehen die meisten nicht. Ja. Viele sind einfach zu eingefahren. Ich möchte den LA-Style nicht tanzen. Nein, ich möchte nicht kubanisch tanzen. Nein, nein, es fühlt sich alles so komisch an. Das ist die falsche Antwort, wie ich finde. Ja, wenn du darüber eine andere Meinung hast, dann kannst du es ja hier drunter mal posten, unter dem YouTube-Video. Als erstes gibt es die Musik. Als erstes wird die Musik gespielt und dann unser Stil. Natürlich gibt es da manchmal ein paar Musikstile, da kannst du alles so ein bisschen mixen. Das ist ja auch nicht das Problem, aber ich finde, das größte Problem ist da zu eingeschränkt zu sein. Ja? Einfach nur, nein, ich mache nur das. Das ist für mich, finde ich, ein falsches Denken. Und ich versuche das auch so nicht beizubringen, ja, in meiner Tanzschule. In meiner Tanzschule, klar, ich mag eher On Two, ich mag eher LAE. Ja, es ist für mich einfach dynamischer, es macht mehr Spaß. Aber in meiner Tanzschule lernst du auch Kubanisch. In meiner Tanzschule lernst du auch Rueda, Bachata. Gut, das sind jetzt andere Tänze, aber Kizomba, Bachata, Cha-Cha-Cha und so weiter. Da ist meine Tanzschule, finde ich, vielseitig in dieser Richtung, weil ich weiß, es gibt nicht nur ein Stil. Ja? Und Salsa ist so, so, so komplex schon über die ganzen Jahrzehnte geworden. Viele unterschiedliche Stile, ja, haben sich gebildet. Kuba, dann New York und so weiter über die ganze Welt. Da ist es einfach falsch zu denken, nein, ein Stil ist richtig, ja, oder nur der Beste. Wenn eine Frau nur kubanisch tanzen kann und das kubanische Musik, ja klar, dann wird kubanisch getanzt oder umgekehrt, wie auch immer, ja. Man muss sich natürlich immer darauf einstellen, wie die Frau eventuell ist oder wie der Mann ist. Aber bitte, 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 hört erst zu, was für Musik gespielt wird. Da musst du natürlich vielleicht auch da erstmal ein bisschen reinhören, was es für unterschiedliche Musikstile gibt. So, in diesem Sinne, ich breche jetzt das Video ab. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!